Hallo zusammen und willkommen zum Shovel Knight Let's Play. Heute mit dem womöglich letzten Part unseres Let's Plays hier. Nämlich geht es hier direkt zum Turm des Schicksals, der gegen die Enchantress, wie es scheint, weil wir hier direkt ihr Porträt sehen. Aber bin mal gespannt, was auf uns zukommt. Justice in Spades! So, wie kommen wir hier weg? Mach mal einfach was. Ah! Okay. Ich glaube, in der Mitte ist es sicherer. Ah! Oh! 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 Der Boden greift uns an. Ah! Eigentlich eine leichte Stelle. Ah! Ein Checkpoint gibt es hier. Okay. Ich nehme mal das Face Locket. So, hier geht's weiter. Huch. Okay. Er scheint einfach auf magische weiße Boden. Wie ihr sehen könnt, muss man sich hier echt vorsichtig rantasten da an die Sache. Spannend. Der finale Kampf gegen die Enchantress. Puh, Zeit für den finalen Kampf. Da ist sie ja. Shield Knight. Also falls ihr es euch in den letzten Parts nicht schon überlegt habt, das ist die Enchantress ist in Wahrheit Shield Knight. Oh.
Haha, besiegt. Was nun? Ah, es ist Shield Knight. Unser wahrer Kampf gegen das Böse in diesem Land. Ah, wir müssen auf den Schild von Shield Knight springen. Alter, Shield Knight ist so praktisch in diesem Kampf. Aber der Kampf ist auch nicht leicht, weil man ständig diese Magiekugeln im Weg hat. Puh. Ah, man kommt jetzt nicht zurück zum Checkpoint, sondern direkt zum Kampf. Okay. Oh, man kann nur mit der Schaufel kämpfen. Okay. Das natürlich macht Sinn. Sonst könnte ich natürlich auch Easy Mode. Obwohl Easy Mode kann ich immer noch mit der Face Amulet. Verdammt! Der finale Kampf ist echt nicht leicht. Alter, Shield Knight.
Ah, und so knapp, nur noch ein Leben gehabt, der Boss. Komm, das schaffen wir jetzt. Jetzt bin ich richtig gehypt, das schaffen wir. Ha. Wow. You scrub all the floors in King Naito. Ihm wurden alle Schätze außer einer Münze wurde geklaut. Oh. Ah, die wir besiegt haben, da die vier. Alter, wie geil. Fanboys, Fangirls.
Kinderspielzeug. Shovel Knight wurde von Black Knight gerettet. So, ich schätze, das ist das Ending. Und ja, das Let's Play hat mir ziemlich gut gefallen. Wir schauen uns dann noch nach dem Durchspielen jetzt an. Also ich habe noch vor, mal zu gucken, was es so noch zu tun gibt, so an optionale Geschichten. Und vielleicht war das ja auch nicht das richtige Ending. Ich habe so das Gefühl, dass es ein gutes Ending gibt und ein Bad Ending. Und ich bin gespannt, ob man das durch einen kleinen Tweak erreichen kann, das Good Ending, oder ob das so eine Art Entscheidungskiste ist, à la Tales of Xillia 2. Also ja, mal sehen. Auf jeden Fall schaue ich mir das noch ein bisschen an. Erst einmal will ich euch die Credits sehen lassen und ihr könnt die Musik lesen. Auf jeden Fall vorerst Shovel Knight LP beendet. Hoffe, euch hat's gefallen und ich hoffe, ihr freut euch auch auf die zukünftigen LPs. Dazu gehören Mega Man Unlimited und Astral Breed und natürlich Elsort weiterhin. Und ja, hoffe, ihr freut euch drauf. Bis zum nächsten Mal, euer Zelos Q. Macht's gut. Ciao.